14 Stunden hatte ich hinter mir, 2 blieben noch. Kaffee intravenös ist immer noch eine Marktlücke, aber was soll's. Ich arbeite im Krankenhaus, bin Pfleger, mache das ganze Zeug, dass das Krankenhaus funktioniert. Meine Frau und ich hatten vor einem halben Jahr ein Kind bekommen und es war mein erster Tag nach einer 6-monatigen Vaterschaftspause. 6 Monate hatte ich ohne Kaffee und jetzt sitze ich wieder hier und schütte das schwarze Gold in mich rein. Nachtschicht. Ich warte gelangweilt darauf, dass der Alarmknopf blinkt und spiele auf meinem Smartphone Icarus Flug, ein Flappy Bird-Klon. Es gibt jetzt einen Plan mit farbigen Markern, die mir noch nicht erklärt wurden. Für jedes Bett eine Farbe im Krankenhaus. Lila, blau, gelb, schwarz und rot. Ein buntes Fleckenmuster. Viel ändert das nicht. Mein Kaffee ist leer und ich gehe 3 Schritte nach draußen, dort steht die Maschine und schütte eine weitere dampfende Ladung Kaffee in meinen Becher. Als ich zurückkomme, blinkt eines der Lämpchen. Zimmer 139. Lila ist es auf dem Plan. Eines der wenigen Einzelzimmer. Ich laufe schnell hin, hoffe bloß, dass es nichts Schlimmes ist. Es gibt hunderte Möglichkeiten. Durst, Schmerzen, ein Herzinfarkt, alles schon erlebt. Zimmer 139. Ich klopfe kurz, um mich anzukündigen, trete aber direkt ein und schalte das Licht ein. Es ist ein Einzelzimmer. Eine ältere Frau, sicher schon über 80, liegt vor mir im Bett und lächelt mir zu. Hallo. Schön, dass Sie so schnell kommen. Gestern waren die nicht so schnell. Guten Abend, Frau... Melina. Maria Melina. Frau Melina, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Schmerzen? Nein, nein, nicht mehr. Aber Durst habe ich, schrecklichen Durst. Können Sie mir bitte etwas zu trinken bringen? Natürlich, natürlich. Ich ging raus und holte ihr ein Glas Wasser. Als ich es ihr hinstellte, lächelte sie und sagte: Danke. Auch ich lächelte ihr zu. Plötzlich blickte sie zur Seite zu ihrem Nachtschränkchen, immer wieder kurz, sagte aber nichts. Dann unterhielt ich mich noch kurz mit ihr. Sie erzählte mir von ihrer Familie und dass sie leider nur selten besucht wurde. Dann ging ich wieder zurück in das Zimmer und wartete den Rest meiner Schicht ab, erledigte noch ein paar Kleinigkeiten und ging dann nach Hause. Am nächsten Tag hatte ich frei und dachte nicht weiter darüber nach. Allerdings hatte ich nachts wieder Schicht und sprach kurz mit einem Kollegen, fragte ihn wegen den Farben auf dem Plan. Die Farben auf dem Plan? Also, Rot steht für Kinder, Gelb für Koma, Schwarz für leeres Zimmer, Blau für den Rest und Lila für gerade verstorben. Wir überkleben das natürlich, sobald der Nächste reinkommt. Hast du alles verstanden? Ja, hab ich. Ich nickte und starrte ins Leere. Lila war Zimmer 139 gewesen. Was hatte ich da erlebt? Mein Kollege ging und ich war immer noch verwirrt. Zimmer 139. Wieder lief ich hin. Kein Signal diesmal, aber ich musste wissen, was dort vor sich ging und tatsächlich... Frau Melina war fort. Der Nachtschrank. Sie hatte immer so seltsam dahingeschaut und ich fand dort ein Messgerät für Diabetiker. Auch auf dem Krankenblatt am Bett stand, dass Frau Melina hier gelegen hatte und unter anderem unter Diabetes litt. Daher auch der Durst. Und dort stand auch ihr Todeszeitpunkt. Dieser war nicht heute oder gestern, der war schon ein paar Tage her. Frau Melina hätte gerettet werden können, da bin ich mir sicher. Sonst wäre sie mir wohl nie erschienen.